Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part. Und dann wollen wir doch mal weitermachen. So, zurück auf unserem Schiff. Wollen wir doch mal kurz die Gespräche haben. Shah gehört wieder uns. Unsere Feinde tun gut daran, uns zu fürchten. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wir sind zahllos, wir sind unnachgiebig und wir entwickeln uns stetig weiter. Außerdem sind wir hier auf Char fertig. Ich lege unser nächstes Ziel bald fest. Ich bin so mächtig. Ich fühle mich, als könnte ich dir jetzt gefährlich werden. Hör mir gut zu, Zagara. Irgendwann führst vielleicht du den Schwarm. Wenn du glaubst, die Zeit dafür sei reif, versuche es nur. Aber unser nächster Kampf geht auf Leben und Tod. Alles oder nichts. Ich werde dir dienen und von dir lernen. Und vielleicht werde ich eines Tages den Schwarm führen. Aber nicht heute. Und was habe ich dir beigebracht? Weitsicht, meine Königin. Du hast mich Weitsicht gelehrt. Der Schwarm ist mächtig, aber Macht allein genügt nicht, um ihn anzuführen. Ich habe Warfield nicht durch Masse oder Stärke geschlagen. Ich habe das große Ganze gesehen. Er nicht. Ich werde es ihr machen, meine Königin. Naja, eigentlich habe ich ihn schon mit Masse besiegt, aber okay. Dann gehen wir mal in die Evolutionsgrube. Als mein altes Selbst, habe ich dir da jemals Menschen zum Experimentieren gegeben? Ja, sehr schlecht. Primitive Strukturen, minimale biologische Anpassungsfähigkeit. Du weißt, dass ich eine Terranerin war. Seltene Terraner, großes Psi-Potenzial. Überwindet mangelhafte Abstammung. Von jetzt an führen wir keine Experimente mehr an Menschen durch. Gut zu wissen. Okay, dann machen wir noch mal die Evolutionsmission für die Nasslinge. Gattung bereit für Anpassung. Kreatur mit mächtiger Essenz entdeckt. Gute Anpassung für Berstling. Kreatur besiegen. Essenz assimilieren. Neue Gattung erschaffen. Okay, wir können uns zwischen Gattung Splitterling, Selbstmoderne, die sich nach der Explosion in zwei kleinere Einheiten teilt, die weiterhin angreifen, die Teilung kann nur einmal auftreten, entscheiden, oder die Gattung Jägerling, Selbstmordeinheit, die Klippen hinauf und hinunter springen kann, springt auf Feinde zu. Starten wir doch mal die Mission. Dann wollen wir nochmal gucken. Planet Nelyt, einzigartige Lebensform auf Oberfläche. Die Kamerafahrt, die finde ich so geil gemacht. Der Organismus hat eleganten Überlebensmechanismus entwickelt. Dezentralisiertes Nervensystem. Bei Tod werden Überreste zu zwei geringeren Kreaturen. Ich will, dass die Essenz der Mythoskarabäen assimiliert wird, bevor die Protoss von unserer Anwesenheit erfahren. Dann machen wir das doch mal gleich. Bin ich mal gespannt. Also mach aus. Brauche zusätzliche Essenz. Alpha Mythos Carabeus nahe. Mach aus einem Berstling zwei kleinere Berstlinge. Ich hoffe mal, die hauen dann genauso gut rein. Hallo, ja. Webesequenz im Berstlingstrang. Angepasste Berstlinge kampfbereit. Exzellent. Stellen wir dem Protoss doch mal unsere neuen Freunde vor. Jetzt bin ich doch mal echt gespannt. Teilt sich bei Explosionen in zwei kleinere Einheiten. Tritt nur einmal ein.
okay, machen aber dementsprechend auch deutlich weniger Schaden. Aber schon extrem viel. Ist trotz allem nicht zu verachten. Nicht zu verachten. Noch zwei. Erstlinglieferung abgeschlossen. Gut, dann gehe ich mal von aus. Das wäre eine gute Alternative. Zusammen mit dem, wenn die Berstlinge explodieren und dann noch meine Truppen ein, sollte das eine effektive... Weitere Berstlinge treffen jetzt ein. Eine sehr, sehr effektive Kombination ergeben. Diese Steine, die kleinen Dinger ja dann auch. Bereite dein nächstes Experiment vor, Abatur. Skoria. Vulkanische Ressourcen. Feindliches Terrain. Tausende Berstlinge der Lava ausgesetzt. Extreme Bedingungen beeinflussen Entwicklung. Im Laufe vieler Zyklen tritt Anpassung ein. Neue Gattung entsteht. Kann Klippen hinaufspringen, um Lava zu vermeiden. Sehr nützlich. Angepasste Exemplare auf Oberfläche verstreut. Muss einsammeln. Das ist echt sehr nützlich. Mal sehen. Überlebende hier müssen eingesammelt werden. Lava steigt. Auf Anhöhen bleiben. Lava-Anstieg in regelmäßigen Intervallen. Anhöhen nutzen. Hier draußen bewegt sich was. Was geht hier vor? Okay, das finde ich verdammt interessant, wenn wir ehrlich sind. Die machen damit einen ganz schönen guten Move. Oh, die springen auch noch. Die springen auch noch, das ist... Also, noch auf den Gegner zu. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Werden sie auch nicht alle gleich gegrillt. Zum Beispiel in einem Lagerungspanzerschuss sollten sie damit ja ausweichen können. Die Entscheidung wird schwer. Lavaflut vorüber. Tieferes Gelände passierbar. Das wird echt schwer. Außenposten der Liga. Extrahiert Mineralien. Ich sehe sie. Testen wir doch mal diese neuen Berstlinge. Vorderer Zugang schwer verteidigt. Berstlinge chancenlos. Die Basis ist von Klippen umgeben. Unsere Berstlinge können sie jedoch überwinden und von hinten angreifen. Das beispielsweise ist eine geile Sache mit diesen Klippenläufern. Aber die anderen könnten noch meine Truppen die ganze Zeit heilen. Das fände ich natürlich auch geil. Kommandozentrale der Liga zerstört. Experiment erfolgreich. Sequenzen bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Gut, das hier sind die Liga-Einheiten. Oder eben Klippenstürmer. Das ist eigentlich Bomben mit den Springeinheiten. Ich nehme mal die Jägerlinge. Neue Gattung.
Ich hoffe, damit werde ich nicht enttäuscht. Gut. Es gibt sonst noch irgendwas? Nein. Und dann reisen wir mal weiter zum nächsten Planeten. Cerus, die Wiege der Zerg. Weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Da bekommen wir die neuen Einheiten Mutalisk, also die normale schnelle Flugeinheit, und den Schwarmwirt, eine Belagerungseinheit, die sich eingräbt und dann aus der Entfernung Eier ausspuckt, die dann kleine Schwarmlinge eben ausspuckt, die dann angreifen. Quasi so eine Dauerangriffseinheit. Finde ich ganz cool. Wollen wir mal hinreißen. Alter, der Levian ist so fett. Ohne Witze. Den können wir ja dann mit Kerrigans letzten Perks dann auch noch herbeirufen innerhalb der Schlacht. Soll ja richtig schön mächtig sein. Es wird bestimmt Spaß machen. Oh, da ist Zeratul. Die Macht von Cerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Korhal zu zerstören. Cerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Was soll das denn jetzt bedeuten? Naja gut, dann gucken wir uns auch erstmal ein bisschen um. Und dann machen wir den nächsten Part mit den Missionen weiter. Warum hilfst du mir, Zeratul? Du hast mehr als genug Gründe, um mich zu hassen. Die Xel'Naga wünschen sich eure Rückkehr als Anführerin des Schwarms. Du weißt, dass ich nicht an deine verrückten Prophezeiungen glaube. Euer Glaube ist nicht notwendig. Ich handle zum Wohle aller, obwohl mich mein Volk deswegen hasst. Erspar dir dein Selbstmitleid, Zeratul. Jeder muss seinen eigenen Frieden machen. Das habe ich vor langer Zeit getan. Wenn wir hier fertig sind, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und sein Urteil akzeptieren. Eines Tages muss jeder für seine Taten einstehen. Ich glaube, dein Tag ist bald gekommen. Oh Mann. Also manchmal finde ich sie leicht merkwürdig, aber okay. Ich sehe durch die Augen meiner Overlords. Diese Urzerg sind faszinierend. Sie scheinen nicht zu altern. Jeder Organismus altert. Selbst die Zerg. Aber diese Urzerg konsumieren die Essenz anderer Individuen. Sie verändern sich ständig. Sie sterben nicht. Bis sie von ihresgleichen getötet werden. Stimmt. Die erfolgreichsten Jäger unter ihnen müssen unfassbar alt sein. Und unfassbar gefährlich. Interessant. Wir entstanden an diesem Ort. Hier entwickelten sich die Zerg zuerst. Ja. Es gefällt mir hier nicht. Ein schwächlicher Planet. Char ist deutlich überlegen. Sei dir nicht so sicher. Cerus könnte sich als gefährlicher erweisen als jede andere uns bekannte Welt. Dann schauen wir mal noch schnell die Evolutionsgrube. Abatur. Was hältst du von den Urzerg? Dynamisch, vielfältig, interessant, chaotisch, erfolglos. Ich hätte gedacht, dass sie dir gefallen. Sie entwickeln sich als Individuen ständig weiter, um besser zu werden. Urzerg, reaktionär, improvisiert. Einige gute Sequenzen. Kann stehlen. Schwarm. Effizient. Sorgsame Verbesserung. Erfolgreich. Der hat eine interessante Logik am Start.
Okay, Kerrigan. Da tut sich nicht viel. Ab 35 haben wir erst Verbesserungen. Und dann wollen wir doch mal im nächsten Part mit den Missionen weitermachen. Bis dann, Leute.